Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Hades 2. So, dann wollen wir mal. Leerer Speicherplatz. Das klingt gut. Few tales are told of Hades, whose reign as grim lord of the dead came to a sudden end when all at once his past caught up with him. Ja gut, irgendwann hat jeder mal Pech. And history repeats. So this tale was only a matter of time. Ah, dann ist vielleicht Zeit hier auch der Endgegner. Nee, Spaß beiseite, ich will... Ah, bin ich das? Ich sehe ja gut aus. So. Ja, Rache für meine Familie, das ist ein gutes Motto. Da können wir uns anschließen. Fortfahren. So, kann ich jetzt was niederschnetzeln? Tatsächlich. Ja, der Titan wird bezahlen und all das. Auf die Fresse. Ach, das ist schon wieder... Fängt so gut an. Nein. Wie weiche ich nochmal aus? Ich habe keine Ahnung. Muss ich auch nicht, wenn ich voll auf Angriff gehe. Irgendwann reicht's hier auch mal. Ah, mit X. Mit A. Den Xbox-Controller gerade. Keine Ahnung, der Button unten halt. Nein. Geh weg mit deinem... Melinui. Es ist nur ein Zauber. Nur ein ganz normaler Zauber. Nur 10 simple Worte. Im Namen des Hades. Olymp, ich nehme diese Botschaft an. Ja. Ganz sicher. Look, we can't get to the Titan, but if you truly mean to stop him, then the least I can do is light your way down. Oh, das klingt gut, Apollon. Nova-Schlag. Angriffe fügen größeren Schaden in weitem Bereich zu. Blendender Sprint. Och, ich bin nicht so der Sprinter. Lichtquelle, Magiewiederherstellung. Och nö, Angriffsschaden. Mehr Schaden, mehr besser. Ja, wäre mal bestimmt gebrauchen können. Ja, sag doch mir besser. Ausweichen. Hey. Geht mir mal nicht so aufs Maul, das ist hier das Tutorial-Level. Au. So. Vielleicht ist es auch schon der Endkampf. Ich stelle mich auf jeden Fall so an. Würdet ihr das lassen? Dankeschön. Ein Segel? Nö, sieht aus wie eine Welle. 5 Stück haben wir davon jetzt auf jeden Fall mehr. Und hier ist eine Chrysantheme. Keine Ahnung, gelbe Pflanze. Garantiert nicht das, was ich gesagt habe. Gleich ist es ein Osterglöckchen. Ja, davon haben wir doch schon 5 eingesammelt. Von diesen Bettlaken. Na, schauen wir mal. Der Trick ist, sich nicht treffen zu lassen. Ich hab's gewusst. Aber irgendwie ist es schwieriger als gedacht. Ja. Muss mir ausweichen. Das war mein Problem im ersten Teil. Bin nicht genügend ausgewichen. Magieangriff. Stirb mal. Guck, du bist gebrochen. Ja, mach ich nicht schön Schaden. Ja, war eine ganz coole Attacke. Nein! Ich sag doch, ich weiche nicht genug. Bin nicht genügend ausgewichen. Die Zeit ist unaufhaltbar. Ja. Und der eigene Tod auch. Vielleicht. Ich arbeite noch dran. Was heißt hier so früh? Ich hab mein Bestes getan. Ich weiß, das ist nicht sehr viel, aber. Boom? Das Schlossgespenst? Ja, und das ist normales Leben. Alles übersteigt mein Verstand. Ja, wer trägt hier dick auf? Ich definitiv. Aha. Okay, wir sind doch eine Hexe. Okay, wir müssen los. Ich habe noch was zu erledigen. Das klingt gut. Das klingt auch nach mir. Immer am Hasseln.
Ich könnte grübeln. This old unfinished painting. Don't look away. Don't forget all that the Titan took from you. Nö, ich werde nichts vergessen. Böser Titan. Dem hau mal aufs Maul. So. Dann kriege ich mal eine bessere Waffe. Ich zeig doch nicht Schwäche. Oh, eine Quest. Her damit. Natürlich. Ja, also probieren kann man es hier immer. Okay, dann warten wir mit dem Töten eben noch, beziehungsweise mit der Erfolgsmeldung, bis wir es tatsächlich getan haben. Oh, da schläft einer. Boah, mit dem können wir auch nicht viel sprechen. Lass den armen Kollegen doch schlafen. Er sah sehr entspannt aus. Mein Altar, dann meditieren wir mal. Ja, schöne Arcana, her damit. Beim Kanalisieren deiner Omega-Aktion, ist doch ein Omega, wow, bewegt sich die Welt um dich herum für 2 Sekunden langsamer. Freischalten. Ja, die Zauberin. Kann noch was freischalten. Beim Verlassen eines Gebiets stellst du sofort 2 Herzsymbole wieder her. Oh, bei weniger als 30% Herzchen stellst du die doppelte Menge wieder her. Ich brauche das andere gar nicht lesen. Das ist definitiv das, was ich brauche. Du fügst Gegnern im Wirkungsbereich deiner Bannkreise plus 20% Schaden zu. Nö, Leben. Ich krieg so. Ich kann noch was wählen? Bei 99% der Pentagramme oder weniger fügen deinen Angriff und deine Spezialität plus 30% Schaden zu. Aha. Du erhältst dauerhaften Bonus von Herzchen und Pentagramm. Ja, warum nicht? Ah, scheiße. Na gut, weiter geht's. Da müssen wir wohl wieder rein inspizieren. Schwesterklingen, Schattenflammen, Mondsteinaxt und Hexenstab. Ich glaube, der ist ausgerüstet. Ja. Können wir da durch? Nach oben gehen? Ah, scheiße. Auch noch versiegelt. Wer labert da? Ah, bist du mein Prügelknabe? Ja, das weiß ich. Ja. 20 Mal aufs Maul. 1, 2, 3, 4, 5. Spezial. Omega-Angriff halten. Was ist denn X? Ach, X ist links. Das würde ich sagen, war ein Omega-Angriff. Bannkreis. Fesselt es jetzt wirklich Feinde? B halten für Bannkreis. Mach ich doch. Ah, jetzt wird er gefesselt. Halten. Loslassen. So, haben wir alles mal gesehen. Ja, ich mach dich kaputt. Alles gut, der kommt hier wieder. Und was haben wir hier oben? Ein schöner Wald. Was hat der Kronos denn getan? Da. Tja, was machen wir dann? Ich würde was essen. Schau wieder die Zeit. Muss ich jetzt was machen? Den Mond anklicken? Ich will doch nur schnitzeln. Was kann ich wieder herstellen? Ja, eigens aufgeladen. Waffenkammer. Wo geht's denn hier weiter? Entspannen? Will nicht entspannen. The task comes first. Ja, sag ich doch. Hustle-Kultur. Was ist das? Das ist nur ein Waffenständer. Gibt's hier eine Minimap? Nö, also zumindest nicht, dass ich wüsste. Was, der ist auf der anderen Seite? Also hier auf der anderen Seite oder hinter uns? Hexenkessel. Ja, wo ist... Okay, da komm mal her. Das war mir schon klar. Aber vielleicht kommen wir hier noch nicht her. Was ist das? Prüfen. Okay. Boah, da helfen Sandsäcke.
Ich versuche doch nur, das Schnitzelportal zu finden. Ja, ja. That haven hidden twixt the surface and the underworld. Ja, schön Ober- und Unterwelt. Lord Hades, rightful ruler of the dead. Ich dachte, ich werde es. Der rechtmäßige Herrscher. Na gut. Irren kann man sich ja mal. Hey, der hat auch noch eine Quest. Ja, die. Ich glaube, das ist meine Nemesis. Ja, das finde ich auch unfassbar. Kommt mit und hilft mir. Your skepticism's duly noted. So, wenn sie meditieren. Nee, danke, ich habe genug meditiert. Ausgang, ich suche einen Ausgang. In Hades 1 war das relativ leicht sichtbar. Da, in dem Tümpel. Aufbrechen! Ah! Ja, finde den Titan, töte den Titan. Was auch sonst. Headmistress told me so much about you, and now at last we meet. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Ja, ja. Ja, mit der WhatsApp-Message. Dankeschön. I'll not lose her again. I shall freeze hell in its entirety if that is what it takes to get her back. You'll help me, won't you, granddaughter? Kommen von dir nicht die Lebensmittel, die so gut schmecken? Na doch, Demeter war doch die Lebensmittelmarke. Ja, weiß ich zumindest. Eisiger Schlag, Magiewiederherstellung, ja, warum nicht? Für irgendwas werden wir die Magie sicher brauchen. Aha, ich hab dazu gelernt. Nur mit dem Ausweichen wird's wahrscheinlich wieder schwierig. Werdet mal gefesselt. Naja, dafür bin ich doch da. Wenn du das nicht kannst, kann ich das wiederherstellen. Auf jeden Fall. Und Hinweis. Shrouded labyrinthine Erebus lie countless souls of the dead, awaiting judgment that shall never come. Oh, darauf würde ich ungern warten. Das dauert ja viel zu lang. Vor allem, wenn es nie eintritt. So, hier ist nochmal dieses, keine Ahnung, Segelsymbol. Ist was anderes, aber ich weiß nicht was. Hui! Hui! Ja, ich habe auch einen Ranger-Angriff. Wie gefällt dir das, du Arsch? Gold! Au! Das war das Problem, was ich vorhin schon hatte. Ich weich nicht aus. Ich ziehe diese Projektile magisch an von den Gegnern. Oder die Schwerter. Oder alles. Irgendwas fehlt mir. Nein. Außer der nötige Skill. Ich meine, das ist offensichtlich, dass da nichts vorhanden ist. Nein. Stirb! Er ist gestorben. Ja, ja, hier mit den Segeltüchern. Oder gebrauchten Tempos. Hier kann ich nichts machen. Die Tische sehen immer so einladend aus. Kann ich hier irgendwas auffüllen? Ein Herzchen. Oder ein Granatapfel. Dann auf zum Granatapfel. Schluckt Schnecken. Ach nee, falscher Film. Ist ja gar kein Film mehr. Hey, 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 Kollege. Wollen wir nicht zu aggro werden? Boah, bin ich bei diesen Spielen immer überfordert. Ah, ich gebe mein Bestes. Was nicht besonders viel ist, aber das ist alles, was ich habe. Und aufs Maul. Na also, her mit dem Granatapfel. Tatsächlich, Powerapfel. Ja, will ich upgraden. Magiewiederherstellung ist besser. Ja, muss hier auch was wachsen. Gold. Goldene Zeituhr, Sanduhr, was auch immer. Ja, weicht von mir. Ihr sollt von mir weichen. Nicht auf mich zustürmen.
Was habe ich gerade gesagt? Finde ich ziemlich unsympathisch, was sie hier schon wieder macht. Ziemlich unsympathische Kerlchen. Dafür kann ich das machen. Könnte ich den ganzen Tag machen. 100 Öcken. Her damit, her damit. Dankeschön. So, irgendwas Interessantes hier noch? Nö. Dann auf zum, keine Ahnung, Giftsymbol. Ich würde sagen, wir werden jetzt vergiftet. Nein! Na also, ich weich aus. Ich weich präventiv aus. Ich will doch auf die schießen. So, Magiekreisel. Oh, oh, ich habe hier nur noch 14 Leben. Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Ich streng mich doch extra hart an gerade. Arschlöcher. Ihr seid Ärsche. Wenigstens habe ich die schöne Attacke hier. Schön auch, dass die Gegner dadurch so gestaggert werden, dass sie nicht gefährlich werden können. Yay, Giftbeutel. Was auch immer das bringt. Und her mit meinen zwei Herzchen. Die habe ich mir jetzt wirklich verdient. Totenkopfkammer. Lieber zum Händler, wenn wir schon so viel Geld haben. Händler. Chrysantheme. Pommes. 12 Herzchen kaufe ich. Und wow, noch ein Power-Apfel. Hilft dir nichts. Schenkst du mir Geld? Ich glaube nicht. Ja, ja. Gesundheit. Was ist denn das für eine Aussage? All das Gold, das ich finde, gehört mir. Ja, und jetzt verkauft er Pommes an der Frittenbude. So kann's laufen. Ja, ja. Ja, mit dem Apfel. Und dann machen wir doch nochmal das. Warum nicht? Ja, wir werden den bestimmt wiedersehen. Hui! Hat sich, glaube ich, nicht gelohnt für den einen Kollegen. Ihr erinnert mich irgendwie an dieses Endivie-Pokémon. Hat er auch schon Salatblatt auf dem Kopf? Nein! Du hast ein WLAN-Symbol, damit greift man nicht an. Damit greift man doch nicht an. Au. Weich mal ein bisschen dezenter aus. Mache ich hier was gut? Zumindest habe ich noch meine 30 Leben. Nein, ich wurde getroffen. Ich hätte mein dämliches Maul halten sollen. Ich lerne es einfach nicht. Triff mal besser. Nein, falsche Richtung. Entschuldigung, Kollege. So, jetzt habe ich dich. Her damit. Ich habe hier keine Mana mehr. Doch, jetzt habe ich wieder Mana. Gibt's hier was? Wieso ist da so ein Mondzirkel? Weiß noch nicht ganz. Ja, ja, der will, dass ich mein Inventar öffne. Wird zur Erhöhung des Wissens und zur Aktivierung weiterer Arcana verwendet. Schön für das. Asche. Ach, das soll Asche sein. Ja, sehe ich nicht. Wird zum Freischalten neuer Arcana verwendet. Wunderbar. In die Gefängnisbrieftasche damit. Dann bin ich aber nochmal für grün zu haben. So, sterb! Ihr sollt sterben! Ja, nicht nur brechen, auch sterben! Attacke, 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 Attacke! Ach, ich mag meine Y-Attacke! Irgendwas wird schon treffen! Du bist zu weit weg! Na, nichts leichter als das. Oh, wieso kommt ihr nach? Au. So. Nummer 1. Na, die Feinde sind noch ein bisschen dumm. Die sind zu nah dran. Naja, ihr tot, nicht meiner.
Bleib mal stehen. Ja, so wird es gemacht. Einfach außerhalb von Gefahr befinde ich mich. Oh, und außerhalb von Gegnern. So. Na also. Wunderbar, hier mit dem grünen Schleim. Und, schon Power-Up. Glaube ich, war das. Ich dachte, die werden festgehalten. Wieso kloppen die mich? Au, 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 au. Nimm das. Nimm das. Könnt ihr mal von einer Seite an... Nein. Bin doch ausgewichen. Ah, mitten in den Schlag. Ja, ja. Zurück in die Schatten. Ach, Menno. Phrynos, you there? Nee, nur ich. Aber ich heiße nicht Phrynos. Oder ist es die Kröte? Anvertrauen. See what I get for staying out all night, Phrynos. Ey, küss den Frosch doch mal. Will sehen, was dann passiert. Who dares? Ich diere. Hail Spirit. You invoke me? Du hast mich doch gerufen. A scourge upon your bloodline for resummoning me, witch. Hey, everything okay there, Mal? Also ich mag Dora schon mal mehr als die andere. It's just, I should have gone farther that time. I'll give more notes on. Hör mal auf damit, mich zu beleidigen. Ich schaff's so weit, wie es eben geht. Das liegt an deinen Fähigkeiten, nicht an meinen. Der Kessel steht bereit. Und jetzt hat der Kessel sogar eine Quest für mich. Ich hab von was anderem geträumt. Eine Spitzhacke. Oh. Was können wir damit machen? Was ist denn unser Wille? Unsterblichkeit? So mote it be. Ja, ja, so mote it be. Dann jetzt eine neue Waffe. Meditieren. Kann ich noch was freischalten? Sieht nicht so aus. Das da vielleicht. Oh, ich hätte mehr Asche nehmen sollen. Die Furien. Kann ich alles aktivieren? Oh, warum nicht? Ja, hier damit. Oh, neue Quest. Neue Waffe. Mondsichel-Spitzhacke. Sammle wertvolles, undefiniertes Icon, um mehr aus Erz vorkommen. Und, achso, und mehr aus Erz. Okay. Ja. The Crescent Pick. Reveal to me the bounties of the Earth. Na, hoffentlich. Ja, und eine Waffe habe ich keine neue. Ah, there she is again at last. Ja. Und einmal grüßen. Natürlich hat der Stock das um sich. Ich schwing ihn ja. Watched over by fearless seafarer Skelemius, famed in death as he was famed in life. Ja, ja, sehr schön. Wiederherstellen, warum nicht? Und du hast jetzt auch eine Quest für mich. Perks, young one. Take for instance how when you dash, nothing can touch you. Doch, das hat mich gerade getoucht. Ich bin in eine Attacke gedasht und der hat mich definitiv umgebracht. Doch, doch, wir können die ganze Nacht dutschen. See the little trail when you dash. Once it snaps back, you're good to go again. Ja, ja, alles eine Frage des Timings. Ich hab verstanden, dass ich schlecht bin. Weiter geht's. The Trident Sigil. There's one of my father's brothers, aren't you? Then help him. Ja, ja, den kennen wir doch, den Poseidon. We thought you met the same fate as your father. Nein, nein. And your brother. Well, how about we turn the tide and exact. Ja, ja, fürchterlich rechnen, danke schön. Wellenschlag, Schaden der Woge 15. Dein Omega-Bannkreis explodiert sofort, fügt Gegnern Schaden zu und stößt sie zurück. Her damit.
endlich kann der Bandkreis auch mal was. Oder ich kann was mit ihm. Ihr solltet explodieren. Ja, dann nicht. Hui. Stirb. Und Goldgürtel, ja. So, was haben wir hier? Wiederherstellen. Na, warum denn nicht? Auf zum grünen Giftschleim. Au. Ich will doch nur meinen Bannkreis einsetzen. Na gut. Dann setze ich wieder meine Stachelchen ein. Was mache ich jetzt eigentlich mit der Spitzhacke? Außer sie mit mir rumzuführen. Stirb! Spüre meinen Schmerz, mein Zorn. Kann ich das nicht abspitzhacken hier? Oder das Pentagramme kann man ja legen, wenn es ein... Keine Ahnung, was mit dem... Ich habe den Spitzhackenknopf noch nicht gefunden. Vielleicht Inventar? Inventar? Nö. Wie heißt denn das Teil, was ich da... Nein, Inventar. Moli. Doch keine Chrysantheme. Ja. Nehmen wir mal hier diesen Pfeiltypen. Oder Pfeiltussi. Keine Ahnung. War das nicht, ich will nichts Falsches sagen. Nicht Athene, keine Ahnung. Bin nicht mehr so bewandert in griechischer Mythologie und die Icons der Götter. Hermes sah ein bisschen anders aus, das... Ich sag mal Artemis. Au. Vielleicht erfahren wir es gar nicht. Wieso stellt ihr euch diesmal so schlecht an? Hauptsächlich ich. Wir erfahren's und es ist... Schau wieder, Demeter. Ja, ja, bla bla bla. Ich nehme das, Wintermantel. Mir ist doch gar nicht so kalt. Schaden durch Spezialitäten. Gerne. Ich hoffe, es handelt sich um essbare Spezialitäten, weil ich könnte echt was vertragen. Natürlich müssen wir weiter. Ich werde es eher bereuen, weil wir jetzt schon wieder so wenig leben. Au. Wieder die WLAN-Viecher. Ich bräuchte noch mal eine Pommesbude. Der sollte doch explodieren, mein Kreisel. Na gut. Man kann nicht alles haben im Leben. Und im Tod anscheinend auch nicht. Tja. Das ist jetzt ein spannender Endkampf. Und zumindest haben wir gewonnen. Siegel. Achso, auch noch von Toten. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird's wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Ja, aktuell wirkt es wie eine solide Fortsetzung vom ersten Teil. Die Kampfmechaniken fühlen sich ziemlich gut an. Das Fortschrittssystem scheint noch etwas ausgeklügelter zu sein als bei Hades 1. Zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe. Den Artstyle finde ich auch ganz gut gelungen. Nicht unbedingt mein Fall, aber dennoch ganz in Ordnung. War ja in Hades 1 nicht anders. Die Grafikqualität finde ich bis jetzt etwas mangelhaft. Zumindest sind bei mir die Texturen etwas unscharf und vermatscht. Das kann natürlich daran liegen, dass ich irgendwas falsch eingestellt habe oder eben weil das Spiel noch im Early Access ist. Zur Information, ich spiele auf einem 4K-Monitor mit 42 Zoll, also bei mir sieht es dann schon ein bisschen, könnte besser aussehen. Ja, Hades 2 fühlt sich im Moment genau, also wirklich genau an wie Hades 1. Wer also vom ersten Teil begeistert war, wird den Titel wahrscheinlich auch mögen. Es sei denn, man will ein bisschen mehr Abwechslung. Ich weiß nicht, waren ja nur die ersten 30 Minuten. Aber generell, wer mehr vom Gleichen will, wer Hades 1 jetzt fortgesetzt haben will, wird von dem Spiel auch begeistert sein. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gern in die Kommentare und schreibt natürlich auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.